Hallo und herzlich willkommen bei SwagTab. Das Jahr 2016 ist quasi so gut wie zu Ende und ähnlich wie schon 2014 und auch 2015 möchte ich quasi zum Jahresabschluss ein wenig mit euch über meine Smartphone-Highlights, also die Smartphones, die mir persönlich 2016 am besten gefallen haben, sprechen. Dieses Video wurde von einigen angefragt und das kann ich ziemlich gut nachvollziehen, denn meiner Meinung nach gab es kein anderes Jahr, in dem so viele so gute Smartphones auf den Markt gekommen sind wie 2016. Das macht es für mich persönlich natürlich auch etwas schwer, eine Auswahl zu treffen und zu schauen, dass das Video nicht 30 Minuten oder länger wird. Deshalb habe ich mich dazu entschieden, das Ganze wieder chronologisch zu machen, also keine Plätze zu vergeben. Sprich, wir fangen im Januar 2016 an und arbeiten uns dann bis zum Dezember 2016 vor und schauen einfach mal, welche Smartphones sind erschienen, die mir persönlich eben gut gefallen haben. Wie auch schon die letzten Jahre gilt, dieses Video hier ist zusammen mit den Ask SwagTab Videos vermutlich das subjektivste Video hier auf meinem Kanal. Es geht eben einfach um die meiner Meinung nach besten Smartphones. Insofern, wenn vielleicht euer Favorit nicht dabei ist, dann bedeutet das auf gar keinen Fall, dass das ein schlechtes Smartphone ist, sondern einfach nur, dass ich persönlich eben andere besser gefunden habe. Jetzt habe ich genug erzählt, ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's! Die letzten beiden Jahre waren, glaube ich, fast nur High-End-Smartphones in meiner Liste. Dieses Jahr möchte ich aber mit zwei Einsteiger- bzw. Mittelklasse-Smartphones beginnen, einfach weil 2016 für mich persönlich das Jahr der preis-leistungsstarken Smartphones war. Im Januar 2016 kam das Samsung Galaxy A5 2016 auf den Markt. Der Startpreis lag damals, glaube ich, bei 429 Euro und im Prinzip ist das Galaxy A5 2016 ein Galaxy S6 mit etwas schwächerer Kamera und schwächerem Prozessor, dafür aber mit einer deutlich besseren Akkulaufzeit. Der Preis zum Marktstart war ganz einfach zu hoch, das habe ich auch damals schon gesagt. Mittlerweile bekommt man es aber für unter 300 Euro und in diesem Preisbereich ist es meiner Meinung nach eines der besten Geräte auf dem Markt. Ich empfehle es heute noch ziemlich gerne, weil es einfach kaum größere Schwächen hat. Also das war definitiv schon mein erstes Highlight. Das gilt auch für das Honor 5X. Das wurde Anfang Februar 2016 endlich offiziell für Deutschland vorgestellt. Das war in München. Und das Honor 5X hat meiner Meinung nach den Benchmark für ein preisleistungsstarkes Smartphone unter 250 Euro extrem hochgesetzt. Für 230 Euro bekommt man hier ein Vollaluminiumgehäuse, ein Full-HD-Display, eine super Akkulaufzeit und eine echt ordentliche Performance. Mittlerweile sind in der Preisklasse auch noch ein paar andere nachgezogen, aber das Honor 5X empfehle ich nach wie vor sehr, sehr gerne und ja, es ist definitiv auch eines meiner Jahreshighlights. Ende Februar war dann auch schon wieder der MWC in Barcelona. Ich persönlich war zum zweiten Mal überhaupt vor Ort. Es war wieder absolut genial und wie auch schon letztes Jahr stand der MWC wieder ganz im Zeichen von Samsung. Die haben nämlich das Galaxy S7 und das S7 Edge vorgestellt und die Erwartungen waren nach dem Galaxy S6 letztes Jahr wirklich extrem hoch, denn für viele war das S6 oder das S6 Edge eben das beste Smartphone überhaupt letztes Jahr. Und was soll ich sagen, Samsung hat auf ganzer Linie abgeliefert. Vor allem die Akkulaufzeit, das Handling und die Kamera wurden im Vergleich zu den Vorgängern nochmal merkbar verbessert. Außerdem sind die beiden nun wasserdicht. Die Kamera ist in meinen Augen nach wie vor die beste auf dem Markt und ich persönlich nutze das Galaxy S7 Edge nach wie vor als Daily Driver. Also auch wenn Samsung sich dieses Jahr nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert hat, das Galaxy S7 und das S7 Edge sind zwei hervorragende Smartphones, die aus dieser Liste auf keinen Fall wegzudenken sind. Auf dem MWC wurde auch das LG G5 vorgestellt, von dem war ich aber insgesamt doch etwas enttäuscht und das, obwohl ich das LG G4 letztes Jahr ja extrem gefeiert habe. Insofern hat das G5 leider nicht seinen Weg hier auf meine Liste gefunden. Ein paar Wochen oder eigentlich wenige Wochen später hat dafür aber ein alter Hase bzw. ein alter bekannter Hersteller quasi seine Wiedergeburt gefeiert und zwar HTC. Die haben nämlich das HTC 10 vorgestellt und das war oder ist endlich mal wieder ein absolut überzeugendes Smartphone. Es kommt im typischen HTC Aluminium Unibody Gehäuse und dieses Jahr haben sie es auch endlich geschafft, eine konkurrenzfähige Kamera zu verbauen. Dazu kommen die genialen Lautsprecher, die allgemein hervorragenden Audioeigenschaften und die starke Performance. Also wer HTC-Fan ist, der wird mit diesem Smartphone definitiv auf seine Kosten kommen. Hat mich echt gefreut, dass HTC nochmal so zurückgekommen ist und ich bin echt schon gespannt, was da 2017 noch von denen kommt. Man liest ja nicht gerade viel Gutes in letzter Zeit, aber ich hoffe einfach, dass das alles nicht stimmt. Ziemlich zeitgleich wurden auch das Huawei P9 und das Huawei P9 Plus vorgestellt. Das sind auch zwei sehr gute Smartphones, die ich nach wie vor sehr, sehr gerne empfehle, vor allem das P9, weil da der Preis mittlerweile sehr interessant geworden ist. Mein Jahreshighlight von Huawei kommt aber erst etwas später, insofern will ich jetzt überhaupt nicht zu viel über das P9 und das P9 Plus quatschen. Zeitlich sind wir jetzt ungefähr im Mai bzw. Juni angelangt, wenn die ganzen Smartphones schon auf dem Markt sind.
Und da bahnt sich dann normalerweise immer so ein kleines Sommerloch an. Das hat sich auch irgendwie dieses Jahr angedeutet. Dann kam allerdings OnePlus dazwischen. Die haben das OnePlus 3 vorgestellt. Es kostete 399 Euro und bot dafür im Prinzip eine ähnliche Hardware wie ein Galaxy S7, Huawei P9 oder HTC 10. Und die waren zu der Zeit deutlich teurer. Die Kamera war leider nicht ganz auf Flaggschiff-Niveau, aber preis-leistungstechnisch zählt das OnePlus 3 dieses Jahr definitiv zu meinen Highlights. Und das sogar noch vor dem OnePlus 3, was er jetzt erst vor kurzem auf den Markt kam. Das liegt einfach daran, dass das OnePlus 3 damals zum Marktstart eigentlich fast außer Konkurrenz war für diesen Preis von 399 Euro. Und das ist jetzt eben beim OnePlus 3T auch durch den gestiegenen Preis nicht mehr wirklich der Fall. Einen großen Anteil daran hat auch Honor. Die haben nämlich Ende August ihr neues Flaggschiff, das Honor 8, vorgestellt. Auch hier liegt die UVP bei 399 Euro. Und dafür bekommt man ein rundum überzeugendes Smartphone. Tolles Design, super verarbeitet, sehr gute Performance, super Display und. Vor allem die Kamera und der Kundenservice sind hier einen Tick besser als beim OnePlus 3. Zeitweise gab es das Honor 8 in den letzten Wochen ja mal für 299 Euro, mal für 350 Euro. Also wenn mich jemand dieses Jahr nach meinem Preis-Leistungssieger fragt, dann würde ich wohl das Honor 8 nennen. Das hat mir auch extrem gut gefallen. Jetzt habe ich euch allerdings ein Smartphone unterschlagen, das zeitlich eigentlich vor dem Honor 8 vorgestellt wurde. Einfach weil diese Überleitung vom OnePlus 3 zum Honor 8 so super gepasst hat, aber ich glaube, ihr wisst eh, welches Smartphone ich meine. Ich meine natürlich das Samsung Galaxy Note 7. Kurz und knapp, dieses Smartphone ist nochmal einen Tick besser als das Galaxy S7 Edge, vor allem weil es noch besser in der Hand liegt und mit dem Note-typischen S-Pen kommt. Für mich persönlich ist das Note 7 wohl wirklich das beste Smartphone des Jahres. Es gibt nur ein großes Problem oder einen großen Nachteil. Das Note 7 explodierte. Ich glaube, das hat jeder mitbekommen. Samsung hat einfach bei der Qualitätssicherung extrem geschlampt. Das Note 7 musste dann vom Markt genommen werden. Es gab ein ewiges Hin und Her, dann wurde auch die Version, die eigentlich fehlerfrei sein sollte, also die hatte dann wieder Probleme, explodierte wieder. Mittlerweile ist die Produktion komplett gestoppt, das Ding wurde komplett vom Markt genommen, alle haben ihr Geld wieder bekommen. Alles in allem wirklich ein riesiges Desaster, das habe ich ja vorher beim Galaxy S7 Edge schon leicht angedeutet. Ja, ist natürlich extrem schade. Ich glaube, ich hätte das Note 7 als Daily Driver benutzt, wenn man es denn noch benutzen könnte jetzt oder wenn es noch auf dem Markt wäre. Ich hoffe einfach, dass wir auch 2017 einen Nachfolger des Note bekommen. Ob das dann Note 8 heißen wird, ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, alles sehr, sehr schade und ich hoffe, dass da 2017 noch mehr kommt. Damit sind wir dann auch schon im September angelangt und da ist traditionell eigentlich immer die IFA. Die IFA war dieses Jahr für mich etwas enttäuschend. Da war kein wirkliches Highlight dabei, wo ich sage, das hat mich total umgehauen, das muss hier auf diese Liste. Vielleicht das Lenovo Yoga Book, aber das ist ja kein Smartphone und in diesem Video geht es ja um Smartphones. Aber das ist alles halb so schlimm, denn ein paar Tage später nach der IFA hat Apple dann auch ganz traditionell wieder seine neuen iPhones Anfang September vorgestellt. Das iPhone 7 und das iPhone 7 Plus heben sich optisch bis auf zwei neue Farben nicht besonders stark von den Vorgängern ab. Unter der Haube hat Apple aber einiges verbessert. Vor allem die Kamera, die Akkulaufzeit, der Prozessor oder auch die Lautsprecher sind besser geworden. Außerdem sind die beiden iPhones nun wasserdicht. Alles in allem wirklich zwei hervorragende Smartphones, die Apple-typisch natürlich wieder extrem teuer sind, aber trotzdem für iPhone-Fans meiner Meinung nach die beste Wahl. Und ja, die beiden dürfen definitiv in meiner Liste auch nicht fehlen. Nichtsdestotrotz, die Zeiten, wo kein anderes Smartphone dem iPhone das Wasser reichen konnte, die sind Gott sei Dank vorbei. Das hat auch Google erkannt und deshalb dieses Jahr etwas überraschend die Nexus-Reihe eingestellt und mit dem Pixel und dem Pixel XL zwei komplett neue Smartphones vorgestellt und auch eigene Smartphones. Also das sind die ersten Smartphones, glaube ich, die wirklich komplett unter dem Google-Brand vermarktet werden. Sie werden von HTC gefertigt. Ich konnte nur das Pixel XL testen, das hat mich aber eigentlich auf ganzer Linie überzeugen können. Ich persönlich finde es ja immer noch potthässlich, aber vor allem die Kamera, die Software und die Akkulaufzeit waren einfach nur extrem gut. Wäre das Ding nicht so viel teurer als jetzt beispielsweise ein Galaxy S7 Edge, dann hätte ich es definitiv mehr gehypt. Aber ja, ich bin einfach der Meinung, dass es nicht unbedingt die klügste Entscheidung von Google war, die Preise auf dem Apple-Niveau anzusetzen. Aber naja, wer will das wirklich beurteilen können, ist wie gesagt nur meine Meinung. Das war es jetzt eigentlich auch schon fast, wobei ein Smartphone fehlt noch. Ich habe es ja vorher schon kurz angeteasert. Ich meine natürlich das Huawei Mate 9. Das Mate 8 kam ja im Februar nach Deutschland und wäre definitiv auch auf meiner Liste gewesen. Dann hat Huawei aber im November schon
in München den Nachfolger auf den Markt gebracht bzw. vorgestellt. Und das ist eigentlich ein rundum gelungenes Smartphone. Tolle Verarbeitung, riesiges und sehr gutes Display, eine tolle Kamera, die in Zusammenarbeit mit Leica wieder entstanden ist, wie auch schon beim P9 und beim P9 Plus und wirklich eine hervorragende Performance. Im Review habe ich damals ja gesagt, dass nur die Akkulaufzeit leider nicht ganz so gut wie beim Mate 8 ist. Mit dem habe ich immer so oder habe ich teilweise sogar mal 2 Tage geschafft. Ich habe das damals etwas auf die Software geschoben. Das war einfach noch nicht die finale Software damals im Review. Mittlerweile ist die finale Software seit einigen Wochen verfügbar. Und was soll ich sagen? Die läuft deutlich stabiler, leider ist die Akkulaufzeit damit aber nicht deutlich besser geworden. Ich schaffe nach wie vor so 1,5 Tage, 6 bis 7 Stunden Display on Time, was ja jetzt mal so unabhängig betrachtet wirklich gute Werte sind. Aber wie gesagt, das Mate 8 war da einfach noch einen Tick besser, zumindest bei mir. Nichtsdestotrotz, das Huawei Mate 9 ist definitiv eines meiner Highlights dieses Jahres. Ich überlege jetzt eigentlich schon lange, das Galaxy S7 Edge durch das Huawei Mate 9 als Daily Driver zu ersetzen. Ich bin aber ehrlich gesagt einfach nicht dazugekommen in den letzten Wochen, weil einfach viel zu viele andere neue Smartphones gekommen sind, die ich teste. Ich bereite auch gerade einen Langzeittest von 2 anderen Smartphones vor und ja, das ist so der Hauptgrund, aber das Mate 9 hat mir wirklich extrem gut gefallen. Aber ja, das waren meine Top-Smartphones 2016. Wie ihr seht, ist die Liste wirklich wieder ziemlich lang geworden, was dieses Jahr einfach daran liegt, ich habe es jetzt schon mehrmals gesagt, es gab so, so viele gute neue Smartphones. Das führt dann auch dazu, dass Smartphones von Sony zum Beispiel oder von Lenovo gar nicht den Weg auf meine Liste gefunden haben, obwohl die auch das ein oder andere interessante Gerät auf den Markt gebracht haben. Zumindest Lenovo. Bei Sony, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich dieses Jahr doch etwas enttäuscht. Daher hoffe ich mir für das nächste Jahr deutlich mehr. Aber ja, das ist eben meine ganz persönliche Meinung. Das sind meine persönlichen Top-Smartphones. Und jetzt würde mich natürlich interessieren, was ist euer Top-Smartphone, euer Smartphone-Highlight oder eure Smartphone-Highlights? Ihr könnt auch gerne mehr nennen. Schreibt mir das auf jeden Fall als Kommentar hier unter dieses Video. Da bin ich echt schon gespannt drauf. Da das aber auch das letzte Video für 2016 ist, möchte ich mich an dieser Stelle bei euch einfach nochmal für die geniale Unterstützung in den letzten Monaten bedanken. Ich habe das Ganze zu Weihnachten schon auf Facebook geschrieben. Die Unterstützung von euch in den letzten Monaten war einfach der Wahnsinn. Wir sind mittlerweile bei über 193.000 Abonnenten. Euer Support, dass ihr meine Videos anschaut, das hat mir dieses Jahr einfach so viel ermöglicht. Ich weiß das einfach total zu schätzen und ich weiß auch, dass das alles andere als selbstverständlich ist. Insofern vielen, vielen Dank dafür. Seid euch sicher, für 2017 ist einiges geplant und ich hoffe einfach, dass ihr mir auch im nächsten Jahr wieder die Treue haltet. Ja, an der Stelle wünsche ich jedem von euch schon mal einen mega guten Rutsch ins Jahr 2017. Feiert schön, macht euch einen entspannten Abend. Macht, was ihr wollt. Hauptsache, wir sehen uns 2017 wieder. Und ja, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und in diesem Sinne, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis 2017.